Also ich bin's nochmal, also oder willkommen erstmal. Da hinten sieht man wieder die Windräder oberhalb von Morscheid, da auf dem Osburger Hochwald. Die sieht man eigentlich von hier immer relativ gut. Ich bin jetzt mal an einer etwas anderen Stelle. Beim letzten Mal waren wir da oben auf dem Berg. Und diesmal sind wir, diesmal bin ich halt so, dass ich ins Tal gehen kann. Ich wollte jetzt die Ruppertalstrecke laufen. Ich hoffe, das Video wird jetzt auch nicht zu lang und dabei ein paar Gedanken loswerden. Irgendwann werde ich auch mal noch ein eigenes Video zur Ruppertalbahnstrecke machen, aber ich mache jetzt erstmal nur einen kleinen Vlog. Ich war heute wieder in der Nationalparkregion unterwegs. Wie man sieht, wird da vieles gut vermarktet, das muss man wirklich sagen. Und in dem Bereich kann man noch mehr machen. Das ist ja auch Sinn und Zweck von meiner Masterarbeit, da noch das eine oder andere zu finden. Ich sehe gerade hier durch die Kamera, da hinter mir ist eine richtig böse Wolke. Aber was mir persönlich halt auffällt, ist, dass die Erreichbarkeit teilweise sehr schlecht ist. Ja? Ich selber habe ja noch kein Auto, auch wenn ich am Führerschein dran bin. Damit beschäftige ich mich in letzter Zeit auch häufiger. Aber irgendwie geht das bei mir so langsam voran, weil ich auch kaum so die Motivation habe, mich mit dem Führerschein auseinanderzusetzen. Ich denke zwar, irgendwie als Raumplaner braucht man sowas, damit ich eben auch in so Gemeinden wie Nonnenweiler zum Beispiel oder Hermeskeil fahren kann, die zwar einen Bahnanschluss mal hatten, aber keinen mehr haben, um eben die Leute davon zu überzeugen, hier könnte man doch wieder einen Bahnanschluss hinbauen. Und dann muss ich halt mit dem Auto dahin fahren. Moment. Da kann ich froh sein, dass ich Verwandte oder der Familie habe, beziehungsweise meine Eltern mich dementsprechend unterstützen und mit mir dann in die Region fahren, besonders meine Mutter. Ja, aber generell finde ich, soll es für Touristen gerade so sein, dass eine Nationalparkregion auch mit der Eisenbahn erreichbar ist. Und das wäre für die Hunsrückbahn auch ein Riesenpotenzial, da das entsprechend zu managen. Denn grundsätzlich bin ich der Meinung, dass eben eine Eisenbahnstrecke mehr im Sinne der Nachhaltigkeit ist als jetzt eine Autobahn, weil eben ich die Eisenbahn, und das sagen ja auch verschiedene Studien, für ein extrem nachhaltiges Verkehrsmittel halte. Und die Wolke wird gruselig aus, ob ich da wirklich runter zum Ruppertalradweg gehe, weiß ich noch nicht, aber so ein bisschen ins Tal wollte ich schon gehen und euch eigentlich dabei mitnehmen. Und wenn der Vlog jetzt lange wird, ist das halt so, machen muss man auch mal lange Sachen sagen. Aber komme ich zurück zu dem Eisenbahnthema. Die Eisenbahn unten im Ruvertal ist ja mittlerweile in Radweg umfunktioniert worden. Finde ich schon irgendwo eine coole Sache. Ich weiß aber zum Beispiel aus der Pfalz, dass halt viele Bahnstrecken früher zweigleisig waren und dann eingleisig zurückgebaut wurden. Und auf diesem ehemaligen zweiten Gleis fahren jetzt Fahrräder. Das erste Gleis, dass das noch vorhanden ist, da fahren halt Züge drauf. Und diese Züge sind halt eine gute Hilfe. Jetzt wird es dunkel, jetzt gehen wir ein Stück durch den Wald. Vielleicht mache ich dazu die Kamera kurz aus. Ja, also ich sitze jetzt hier etwas heller im Wald. Aber das Stück, wo ich eben durchgelaufen bin, ist halt extrem dunkel. Hier scheint immer durch die Baumkronen ein bisschen noch die Sonne. Ja, wie gesagt, das Tolle ist halt in der Pfalz, du fährst halt mit dem Fahrrad eine bestimmte Strecke und du musst dir keine Gedanken darüber machen, schaffe ich die Strecke noch zurück? Und du musst dir keine Gedanken darüber machen, wenn du jetzt eine Steigung hochfährst, schaffe ich das dann nochmal irgendwann umzukehren? Sondern ich habe das auch schon oft so gemacht. Ich bin einfach so lange gefahren, bis es dunkel wurde. Oder habe mir ein bestimmtes Fahrziel ausgesucht. Und bin dann halt mit der Eisenbahn zurück.
Und du kannst ja heutzutage prima im Zug Fahrräder transportieren. In manchen Regionen kostet das Geld, in manchen ist es kostenfrei. Ich habe im Moment noch einen Studentenausweis. Und wenn man aber auch ein Jobticket hat, ist das eben kostenlos. Und was Tickets betrifft, bin ich eh der Meinung, man sollte, wie es teilweise in Frankreich üblich ist, so Pauschaltickets einführen. Das heißt, Verkehrssteuer, jeder Bürger zahlt eine bestimmte Steuer, eine bestimmte Geldsumme und bekommt dafür kostenfrei im Prinzip ein Ticket, das dann das ganze Jahr gilt für die entsprechenden Strecken bei ihm in der Umgebung. Genauso könnte man das in Regionen wie hier auch machen. Denn das Problem hier in der Region ist, dass halt viele Leute im Auto fahren, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Wohl aber gab es die mal. Es gab immer eine Eisenbahnstrecke, zu der irgendwann parallel eine Busstrecke gebaut wurde. Weil eben die Orte hier alle im Tal, also die Bahnstrecke verlief im Tal und die Orte liegen hier teilweise oben auf den Bergen. Und irgendwann waren die Leute vielleicht zu bequem, runter zum Bahnhof zu laufen. Vielleicht kam aber auch irgendwann auf, dass es populär war, Auto zu fahren. Ich persönlich würde gerne zum nächsten Bahnhof laufen in der Region und ich würde gerne einfach komplett mit dem Zug fahren und wenn ich dann hierher komme, nicht irgendwie den Leuten es schwer machen nach dem Motto, ja, kommt doch alle und holt mich am Bahnhof ab. In Trier dann in dem Fall. Und hier die Ruhrtalbahn führt ja von Trier hier über das Ruhrtal. Da von der Ruhrtalbahn seht ihr vielleicht gleich noch was bis nach Türkismühle. Und in Hameskeil bestand ein Anschluss über den Hunsrück, Drohnecken, Moorbach, Simmern bis nach Langenlohnsheim bei Bingen. Und damit könnte man die Leute wirklich überall hinbringen. Und der Vorteil ist, der Flughafen Hahn ist ja der einzige Flughafen in Deutschland ohne Bahnanschluss. Also der einzige Flughafen in Deutschland, zu dem weder eine Straßenbahn noch eine Eisenbahn fährt. Und es ist traurig, dass bis jetzt immer noch nicht die finanziellen Mittel gekommen sind, die Bahnstrecke zum Flughafen zu reaktivieren. Denn ein Flughafen, zu dem man nicht per Bahn fahren kann, ja, der rechnet sich auch irgendwo eigentlich nicht so gut, weil die meisten Leute wollen, wenn sie mit dem Flugzeug fliegen, nicht nur ihr Auto stundenlang in, oder tagelang in irgendein Parkhaus stellen. Und wenn man in Urlaub fährt, ist eine Busreise das ein oder andere Mal auch manchmal stressig. Weil ich persönlich finde Bahnfahren einfach lockerer als Busfahren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber die Bahnstrecke hier ist ja mittlerweile in Radweg umfunktioniert und kein Mensch, oder kein normaler Mensch, gibt natürlich so Radsportler, aber auch ich nicht, der eigentlich sehr viel Rad fährt und in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber ich bin jetzt seit langem ziemlich viel Rad gefahren und vielleicht mache ich demnächst nochmal ein paar Radtouren und erzähle mit euch darüber, jetzt wo ich einen Selfie-Stick habe, wird das vielleicht auch einfacher sein, wobei den habe ich, wie lange habe ich den jetzt, bestimmt schon bald ein halbes Jahr oder so. Jedenfalls könnte ich da das eine oder andere Mal wieder eine Radtour machen und euch dann einfach mitnehmen. Hier sind übrigens Ziegen, das ist auch was Schönes, was man hier in der Region sieht. Tiere in der Natur. Ich habe leider kein Gras für euch. Jedenfalls ist es so, dass die Leute also seltenst von Trier mit dem Fahrrad bis Hameskeil fahren und es auch keine richtigen Touren gibt, weil einfach die Steigung teilweise steil sind, weil teilweise der Radweg eben nicht der Bahnstrecke folgt, weil die ja teilweise durch Naturschutzgebiete führt, was bei einem Zug kein Problem ist, weil eben Bahnklimatope oft unter besonderem Naturschutz stehen, weil da besondere Tier- und Pflanzenarten sich ansiedeln. Aber das ist nichts, wo man einen Fahrradfahrer durchschicken kann, weil so ein Fahrradfahrer, der geht einfach mal vom Radweg weg in den Wald. Eine Bahn fährt immer auf der Schiene. Und das sind halt so Themen, die mich in dem Zusammenhang schon beschäftigen. Und deshalb bin ich eigentlich der Meinung, da müsste man was tun. Und ich habe auch mal einen Aufruf gemacht, ein Video Rettet die Hunsrückbahnen, wo ich auch schon mal dazu aufgerufen habe, irgendwie, dass da was getan werden muss.
war auch schon mal auf der Hunsrückbahn, habe auch ein paar Videos so gemacht. Die kann ich auch mal unten unter dem Video hier nachher verlinken, wenn ich dran denke. Sollten die Videos nicht verlinkt sein, schreibt es mir bitte auch entsprechend in die Kommentare. Ich finde grundsätzlich, es ist wichtig, dass eben man mit der Eisenbahn überall hinkommt, denn Studien belegen eigentlich, die Eisenbahn bringt Fortschritt. Ironischerweise ist es so, wenn irgendwo eine neue Bahnstrecke gebaut wurde oder ob das eine Straßenbahnstrecke war oder eine Eisenbahnstrecke oder eine alte Bahnstrecke eben reaktiviert wurde, es gab immer unerwarteten Fortschritt in der Region. Und man könnte jetzt meinen, das ist bei anderen Verkehrswegen ähnlich. Letztlich wandern immer mehr zu den Autobahnen, weil einfach das Autobahnnetz in Deutschland mittlerweile besser ausgebaut ist als das Bahnnetz. Aus Sicht der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes ist die Bahn aber natürlich sehr viel wichtiger und bedeutender. Und tatsächlich so, wenn irgendwo eine Bahnstrecke ist, dann kam da plötzlich Fortschritt. Plötzlich haben sich in den Regionen neue Firmen angesiedelt und neue Tourismuswege entwickelt. Und gerade wenn auf der Bahnstrecke halt auch Regionalverkehr stattfindet oder so. Beispiele, wo man das halt gesehen hat, sind Reaktivierungen im Schwarzwald beim Bau der Regio-Stadtbahn Karlsruhe oder beim Bau der ICE-Straße über Montabaur. Montabaur war eine abgelegene Region, wo nicht mehr viel los war. Das Rheinland-Pfalz hat damals dafür plädiert, baut diese Bahnstrecke durch Rheinland-Pfalz und nicht um Rheinland-Pfalz herum. Und baut uns bitte in Montabaur einen Bahnhof. Dann wurde der einzige ICE-Bahnhof auf dieser neuen Trasse in Rheinland-Pfalz in Montabaur errichtet. Und ab diesem Zeitpunkt war es dann so, dass plötzlich die Region angefangen hat zu florieren. Es haben sich verschiedene IT-Unternehmen angesiedelt. Denn was heute oft nicht bedacht wird, früher war es so, die Eisenbahn war dazu da, um Stahl und Kohle zu transportieren. Und man hat dann immer gedacht, da wo Holz mal transportiert werden muss, da wo es kaum noch Holz in dem gibt, braucht man keine Bahn mehr. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade die modernen IT-Unternehmen auch oft auf Bahnanschlüsse bestehen. Denn Menschen, die in IT-Unternehmen arbeiten, sind oft sehr naturbewusst und umweltbewusst, wollen den Bezug zur Natur, Nachhaltigkeit. Ja? Und wenn irgendwo halt nachhaltige Projekte unterstützt werden, dann kommen auch irgendwann die Unternehmen, die erneuerbare Energien bauen und so weiter und so fort. Und auch Touristen, wenn irgendwo eine Bahnstrecke ist, dann kommen die Touristen, ja. Denn es wird immer populärer im Sinne der Nachhaltigkeit mit dem Zug in Urlaub zu fahren. Denn was ich so gehört habe, früher war es so, noch vor 20 Jahren, war es populär, mit dem Auto zu fahren. Man liest aber immer mehr darüber, dass die Leute dazu neigen, mit dem Zug in Urlaub zu fahren. Oder dass immer mehr Familien gar kein Auto mehr besitzen und immer mehr Leute den Führerschein nur noch haben, um irgendwie beruflich sich einen Leihwagen leihen zu können oder ein Berufsauto fahren zu können. So wie ich es mir auch überlegt habe. Denn ich sehe keinen Sinn da drin, ein Auto zu haben, selbst wenn ich eine komplette Familie habe. Das heißt, wenn meine Freundin und ich Kinder haben, brauche ich nicht zwangsläufig ein Auto. Denn ich bin als Kind schon relativ früh Zug gefahren, obwohl meine Eltern ein Auto hatten. Weil wir auch immer gesagt haben, es macht doch mehr Sinn, ab und zu mit dem Zug zu fahren. Irgendwann hat sich das entwickelt, dass wir doch öfter wieder Auto gefahren sind. Irgendwann war es auch populär, Auto zu fahren. Da ist halt jeder mit dem Auto gefahren oder halt geflogen. Also die fliegen, fahren halt gerne mit dem Auto. Und wir sind übrigens schon auf dem Ruwertal-Radweg. Wenn man hier mal hier, ja, und man sieht halt kaum noch, dass das eine alte Bahnstrecke war. Aber wenn wir hier mal gucken, wir laufen jetzt gleich über eine alte Eisenbahnbrücke, eine der wenigen Brücken, die noch erhalten geblieben sind.
weil viele Brücken einfach abgerissen wurden, weil sie einfach so zerstört waren oder so baufällig. Diese Brücke ist noch erhalten geblieben, in der nahezu Originalform. Die war nur früher wahrscheinlich nicht so betoniert wie jetzt und auch das Gitter ist neu. Letztlich kann man sagen, das ist ja hier Trassenerhaltung. Die Trasse ist hier erhalten, die ist ja nicht weg. Da unten sieht man auch die Ruwer fließen. Na, ich traue mich jetzt nicht, das Handy da nicht da runterzuhalten. Aber da unten fließt die Ruwer. Letztlich ist das hier Trassenerhaltung, damit kann man auch argumentieren. Ich finde das gut, dass die Trasse erstmal halten bleibt. Generell bin ich dennoch der Meinung, dass hier eine Bahnstrecke sinnvoller wäre. Leider ist jetzt ein Radweg. Es gibt aber noch Schienen im Hunsrück. Und zwar eben die zwischen Türkismühle und Langenlohnsheim. Und das führt insbesondere zwischen Türkismühle und Morbach direkt am Nationalpark vorbei. Und ab Morbach bis Langenlohnsheim lohnt es sich auch zu reaktivieren. Genauso wie das Stück am Nationalpark. Das Stück zwischen Morbach und Türkismühle lohnt sich wieder im Nationalpark zu reaktivieren, weil da eben so viele Menschen an Touristen generiert werden könnten oder allgemein das ein Machtwort für die Nachhaltigkeit wäre, nach dem Motto, hier, wir machen jetzt eine Tat, die nachhaltig ist, neben dem Nationalpark. Aber ab Morbach nach Langenlohnsheim wäre ja direkt der Anschluss ans Rhein-Main-Gebiet und damit auch Anschluss des Flughafens Hahn, der kurz hinter Morbach kommt, ans Rhein-Main-Gebiet. Und gerade in dem Zusammenhang finde ich es sehr wichtig und bedeutsam, dass da eben was für die Natur und die Umwelt getan wird und für den Nationalpark und für die Eisenbahn. Leider ist es so, dass das Land Rheinland-Pfalz seit Jahren dafür kämpft, dass diese Strecke reaktiviert wird und das Saarland bezüglich seines Anteils einen Radweg bevorzugt und die, und die, kommt ein Radfahrer, manchmal sieht man hier wirklich Radfahrer, das ist echt krass. Jedenfalls, die Rheinland-Pfälzische Landesregierung aber wirklich einen Vorteil in der Strecke sieht, letztlich ist mir egal, selbst wenn ab Hermeskeil bis Türkismühle die Strecke dann irgendwann ein Radweg ist, wäre halt schade, weil von Trier aus, von Kaiserslautern aus, kommt man eher über Türkismühle nach Hermeskeil als über Langenlohnsheim. Aber das würde mich weniger stören. Letztlich würde ich mich auch freuen, wenn hier eine Bahnstrecke wäre, wenn man zum Beispiel hier neben mir diesen Streifen zum Radweg gemacht hätte und dann hier die Bahnstrecke hätte fahren lassen. Das wäre halt ganz cool gewesen. Und ich hätte mich persönlich sehr darüber gefreut. Leider ist das nicht passiert. Eigentlich schade. Und naja, jetzt hatten wir erstmal die Bahnstrecke, den Radweg. Irgendwann mache ich, wie ich schon ganz am Anfang vorhin mal gesagt habe, vor bald über einer Viertelstunde, ein Video dazu, wo ich mich nochmal detailliert zu dem Thema Radweg oder Ruwertalbahn äußere. Ich war immer ein Befürworter der Halt der Bahnstrecke, habe sogar damals im Dresdner Volksfreund einen Leserbrief veröffentlicht, wo es um die Ruwertalbahn ging, habe dann darauf einen Brief bekommen vom damaligen Verbandsgemeindebürgermeister, Verbandsgemeinde Kell am See, der mir geschrieben hat, es ist schön, dass sich die jungen Leute so sehr für die Bahnstrecke einsetzen, aber leider ist die Entscheidung schon gefallen. Und das war so einer der Momente in meinem Leben, wo mir klar wurde, ich muss Raumplaner werden. Ich muss einer von den Menschen werden, die hingehen und sich darum kümmern, dass Bahnstrecken erhalten bleiben und mehr dafür getan wird, dass wieder erkannt wird, welche Vorteile sich eben durch eine Bahnstrecke bieten.
Ich habe jetzt schon bald 20 Minuten geredet und ich glaube, ich mache an dieser Stelle erstmal einen Punkt. Und ich hoffe, dass jeder es bis hierhin geschafft hat, denn nur dann kann man eigentlich verstehen, wovon ich rede und was ich an Bahnstrecken so bedeutsam finde. Und ich laufe jetzt noch ein bisschen, weil ich muss ja wieder hoch auf den Berg. Aber ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Ach ja. Und eins natürlich, das solltet ihr nicht vergessen, abonnieren. Denn da ich in der Zeit ja weiß nicht, wann das nächste Video kommt, nicht so viele Videos machen werde vielleicht. Immer könnt ihr dann alte Videos von mir angucken. Also, tschüss.